Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Spiel im deutschen ALTTPR Mini-Turnier. Wir spielen Swordless. Das ist hier die dritte Runde der Dash gegen Schulzer. Beide stehen 1-1. Das heißt, der Gewinner wird hier eine Runde weiterziehen. Der Verlierer leider ausscheiden. Ich bin das Gangner an meiner Seite heute mit seinem Commentary-Debüt Innovation und am Tracker ist Pete. Hallo Innovation. Hallo Skankner, grüß dich. So, machen wir dich heute zum Bonjour des Commentary. Cool. Willkommen erstmal an alle Zuschauer. Wie eben schon gesagt, wir spielen hier Swordless. Das ganze Turnier über, Gewinner kommt weiter und beide starten. Hallo, wir haben eine Eigenheit in diesem Turnier und die besagt, dass wir immer Silver in der Confirmation Chest haben. In der Validation Chest nach Moldom 2. Wichtig zu sagen dabei ist, wir haben trotzdem zwei Bögen noch im Pool, das heißt, also progressive Bögen. Wir können auch Silvers schon hier in der normalen Welt finden und die Silvers, die bei Moldom 2 liegen, bringen uns gar nichts, wenn wir vorher keinen Bogen gefunden haben. Der Dash geht hier direkt für einen Aga-Check. Schulzer macht das nicht. Ganz klassisch. Keine Bomben bisher hier, weder beim Tree-Pull noch bei der Bushcrab. Genau, beide haben keine Bomben gefunden. Was war das? Ich konnte es auch nicht sehen. Ein Herzteil, glaube ich. Hier sind Bomben. Da hat er Bomben gefunden, der liebe Schulzer. Ja, aber ich glaube, es war ein Herzteil. Dann kann er hier getrost nach Kakariko gehen. Mit drei Bomben. Ja, die Bomben zu haben vor Kakariko ist immer schön. Gibt ja Runner, die tatsächlich gerne in Links Haus starten. Um dann von Süden nach Kakariko zu gehen, da mit den beiden 50-50-Drop-Chancen auf die Bomben. Und wir haben Crystal auf Hera und Eastern und Green Planet war, glaube ich, Desert, wenn ich das richtig gesehen habe. War auch wieder leider bei Schulze auf dem Bildschirm. Oh, dann findet er die Flöte, jawohl. Ein Kack. Das ist natürlich angenehm, in Kakariko kann man sie auch direkt aktivieren. Ja. Best case wäre jetzt, wenn man natürlich noch eine Flasche findet, dann Flasche kann man super. Alles abarbeiten, was es so gibt. Und das Quake-Medaillon wurde gefunden. Ja, schauen wir mal ein bisschen bei Schulzer, weil Dash wird jetzt hier die ganze Zeit so eine halbe Minute bis Minute hinten sein durch den Aga-Check und dann die Checks nachholen, die Schulzer schon hat. Oh, schon. Blue Mail. Genau. Das ist sehr angenehm, wenn man so ein Swordless Seed spielt. Auch der Boomerang, gar nicht so verkehrt in dem Moment. Kann man einen Gegner stunnen, solange man noch keine Waffe hat. Werden wahrscheinlich auch gleich irgendwo einen Stun-Price-Check sehen. Nicht so doof, also vielleicht möchte man hier gerne Bomben sehen oder sowas. Feen, natürlich auch immer nett. Sehr, sehr rar. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass Feen im Stunprice sind, aber die Möglichkeit besteht. Ja, jetzt hat er den Bottlebender noch gar nicht bezahlt. Sehe ich hier, der Schulzer. Ne. Wird er sich... Pilz ist natürlich auch jetzt doppelt interessant zusammen mit der Flöte. Vielleicht wird man da einen Safe Scan sehen. Bottle Window lohnt sich eh nicht. Ja gut, das weiß Schulzer eben nicht. Nee, natürlich nicht, aber er ist hier auf die Bomben gegangen mit dem Geld. Ja, das genau. Ist lieber, weil er da auch mehr Checks hat. Und vor allem mit der Flöte kommt er ja auch sehr schnell wieder zum Bottle Window hin.
Ja, das ist sein Gedanke dahinter. Hey, sobald ich die Rubies habe, flöte ich da einmal hin, check den und dann geht's weiter. Mit den Bomben habe ich jetzt ein paar sichere Checks. Ja, das ergibt Sinn. Genauso wie den Pilz kann man auch mal schnell abgeben. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir den Pilz safe scammen werden. Das heißt, wir speichern das Spiel, flöten dann hin, geben den Pilz ab, gucken, was es gibt. Und wenn es nichts Gutes gibt, wird die Konsole resettet oder der Emulator in diesem Fall. Da läge ein Schwert, wenn wir kein Sword bespielen würden. Ersichtlich an den 20 Rubies. Genau. Und das ist der Hammer. Unsere Hauptwaffe in diesem Seed. Ich bin froh, dass die Schulter das so rum machen sie. Erst die Chest öffnen, dann hinten reingehen. Ich mach das nämlich auch so. Es ist völlig egal. Aber ich sehe, die meisten gehen erst nach hinten. Also ich werde immer so neugierig, was in der ersten Chest liegt, dass ich das nicht abwarten kann. Oh, Gesundheit. Herr Schulzer. Und der Bogen. Ja, der Bogen. Oh Gott. Das ist ja voll mit Waffen. Hier. Ja, Green Pendant auf der Sat habe ich richtig gesehen. Dash macht das genau andersrum. Holt erst den Bogen, dann den Hammer. Ja, ist Geschmackssache. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es macht keinen Unterschied. Ich mache es auch immer erst, wenn ich die vordere Chest hole. Einfach. Naja. Hier mal das IFA-Tablet. Medaillon. Bei Schulzer. Also haben wir schon zwei Medaillons gefunden. Nur noch das Bombers fehlt. Auf der Ledge liegt der Bloomerang. Jetzt geht er mal Agina Cave. Es fehlt immer noch die Mondperle. Für den Dark World Access. Ich bin großer Fan davon, sehr früh die Desert Ledge zu checken, so wie Schulze das jetzt macht. Es ist nämlich, wenn man die Flöte hat, kurz mal checken, was da liegt, weil sobald man Zugriff darauf hat, kommt man da sehr, sehr schnell hin und kann sich den Spaß abholen und Agina kann man auch mitnehmen, das Love-Paket hat man sonst gern. Ja, ist so ein bisschen persönliche Präferenz natürlich. Icewall Cave wurde jetzt noch gar nicht gemacht von beiden, ne? Nee, wurde von beiden geskippt. Der Dash gibt hier den Pilz ab, ohne zu Safescam. Interessant. Und das ist die Lampe. Nicht verkehrt. Die Lampe macht jetzt auch in Eastern Palace die komplette rechte Seite auf. Ja, kommt. Eastern ist jetzt komplett in Logik zusammen mit dem Bogen und der Lampe. Und deswegen geht der Dash da jetzt auch direkt hin. Ah, dann haben wir die Blue Goo. Für Schulze angenehm, der will eh nochmal nach Kakariko, um eine Bottle Window zu checken. Macht er jetzt wahrscheinlich. Kann er noch Seekit mitnehmen? Oh ne, er geht auf den Berg. Ne, er geht. Okay, er geht doch zum Pilz abgehen. Das wird ein Safe-Scam, denke ich. Also jetzt nicht, weil er die Lampe kriegt. Aber wenn es keiner wäre, hätte er gesafe-scammt. Ja, der Dash geht auch sofort nach Eastern. Ja, wie gesagt, das Eastern Play absolut sinnvoll an der Stelle. Schulze holt sich hier schon mal den Save Point dann ab beim alten Mann. Wir wissen halt auch, dass Eastern ein Crystal ist und ja. Ja, man kombiniert es halt immer wieder gerne mit Pot, aber manchmal geht das eben nicht. Das ist die Mondperle.
auf der Vanilla Mickey Chest. Ah, nee. Yep. Stopp, stimmt. Ist ja gar nicht die Mickey Chest. Nein, nein, es war die Compass Chest oder die Map Chest? Ich weiß nicht. Ja, genau. Entschuldigung. Damit hat der da stand Dark World Access. Daruk, habe ich bei Schulze auch schon gesehen, dass er Lampen liegen lassen hat. Aber die Lampe jetzt hier liegen zu lassen, wäre in meinen Augen sehr fatal, weil es seine erste Feuerquelle ist. Und es kann ja auch sein, dass der Fire Rod irgendwie hin einfach firelocked ist. So, das ist ja möglich. Von daher absolut korrekte Entscheidung, die Lampe dann mitzunehmen. Also jetzt holt Schulze sich auch die Mondperle. Ja. Ja, Eastern ist hier das offensichtliche Play und... Ja, alleine wegen dem Bogen, ne? Ja, Bogen und Lampe. Wir haben es komplett in Logik. Es ist ein Crystal, wir können den dann komplett abschließen. Boss ist easy zu machen. Schulze ist hier auf 420 Rupees, um das Meme mal ein bisschen zu spielen. Gibt bestimmt irgendjemanden, der das feiert im Chat. Daher kleiner Service-Announcement hier. So, und jetzt aber der Big Key in der Vanilla Big Key Chest. So, sind alle Items raus. Drei Stück an der Anzahl. Ja, der Dash wird hier den Dungeon früher beendet haben, dafür hat Schulze aber ein paar mehr Checks außerhalb, hat zum Beispiel schon Back of Escape geholt und den alten Mann. Und auch Agina. Oh, der Dash. Der Dash hat sich noch gar nicht die Flasche abgeholt in Links Haus, oder? Ich glaube nicht, ne. Kein Interesse, die hat mitzunehmen. Aber Schulze hat auf jeden Fall eine Flasche. Oh, die Feder oben sollte ja. Vielleicht. Ja. Hat sie nicht mehr bekommen. Ja. Also ich meine, Damos Fight ist jetzt nicht das Schwierigste, aber wenn man hier doch vielleicht mal ein bisschen durcheinander kommt, kann man schon mal einen Hit tanken. Ja, lief alles reibungslos. Ja. Sauber durch, damit der erste Crystal für der Dash. So, dann mal jetzt der Sahasrara. Hat aber auch nur Geld und Herze. Mhm. Jetzt wird er wahrscheinlich den Berg gehen, der Dash. Holt sich jetzt erstmal hier die Blugu ab, hoffe ich. Da ist sie. Nein, er geht in den Süden. Ja, geht jetzt Hype Cave machen. Moonfall, Hammer und Gloves. Nelle, 5 Checks. Können wir mal die Skagnaskala wieder auspacken? Wie gut wird Hype Cave sein? 0 bis 4 ist meine Skala hier. Das Meme ist jetzt auch schon über 2 Jahre alt, verdammt. Okay, let's go. Der Single Impulse Shot. Ja, das ist so fast doch wieder sein.
gar nichts. Okay, es ist eine 0 von 4. Es ist eine absolute 0 von 4. So, Schulze hat jetzt auch schon das Zora-Geld. So, Pendants auf TT und TR, Red Crystal sind auf Pot und Ice Palace. Aber Hypegift war halt echt eine Enttäuschung. Ja, Schulze geht direkt nach Pot. Weil es auch an dieser Stelle Pot ist in Logik. Holt sich da den ersten Red Crystal ab. Vor allem 5 Items. Jupp. Yep. Und auch sehr rasch geht dahin. Ja, 5 Items. Hoffentlich ein bisschen ergiebiger als Hype Cave mit den 0 von 4 auf der Skankner-Skala. Schauen wir mal. Also, wie gesagt, wenn du Probleme hast, Items zu finden, sage ich immer, geh einfach in den Pot. Da ist immer was. Ja, in diesem Fall ist Port halt auch komplett in Logik und abschließbar und hat einen Crystal für uns. Ja, gute Idee hier, an der Stelle auf den Red Rank zu wechseln. Der Gegner hat doch ein bisschen genervt. So, Pot auf jeden Fall schon mal nicht direkt baulockt. Nope. Mit dem Small Key haben wir auf jeden Fall direkt die Möglichkeit, die erste Tür zu öffnen und den Dungeon ein klein bisschen schneller zu machen. Wir können ja noch ein bisschen was zu den Runnern so sagen. Also ich glaube, es ist völlig in Ordnung zu sagen, dass Schulze hier sicherlich der Favorit ist, ja, und der Dutch auf jeden Fall eher der Underdog. Schulze mit sehr viel Erfahrung, schon sehr erfolgreich Random gespielt, auch international sehr bekannt und dementsprechend echt ein Uphill-Battle, dass der Dutch hier fighten muss und deswegen momentan wirkt das Seed sehr, sehr linear und das ist eigentlich nicht das, was der Dutch hier sehen will. Vielleicht doch eher irgendwo off eine Location checken, die Schulze nicht checkt, wo dann ein wichtiges Item liegt oder es das Schulze spät checkt. Sowas ist, glaube ich, das, was der Dutch hier braucht. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, so ist es nicht. Ich denke nicht, dass der Dutch zufrieden ist mit einem so bisher linearen Seed. So, das erste Item, ein Herz. Mhm. Wow. Willst du sich nicht die Vanilla Wiki Chest holen? Okay. Hat er den Wiki schon rausgezogen? Ich hab gar nicht aufgepasst. Ah, der war hier ein bisschen. Nein. Okay. Also ich habe keinen Wiki gesehen. Der Dash hat halt nur noch eine Bombe. Und er wird gleich eine benötigen. Also er findet eh welche auf der Laser Bridge, so ist es nicht, da sind 4 Bomben. Und da ist der Big Key. Schulz hatte keine Bombe mehr, okay, er sieht. Das, da hab ich doch was. Deswegen hat er mal eine Wiki Chest liegen lassen. Gut, die kann er gleich nachholen.
Habe ich Laserbridge gesagt? Ich meinte natürlich Palmer Solway. Das ist das Buch. Das ist das Buch, ja. Und die Red Mail. Ja, da steckt hier auch absichtlich Intentional Hits, damit er gleich Dab warpen kann. Ja, für Schulzer gestaltet sich das ein bisschen schwieriger wegen der Red Mail. Aber. Ja, okay. Fängt auch ein Hit Schaden dann. Achso, der Feuerschaden immer ein Herz, oder wie? Die Dodongos selbst auch. Okay. Das ist natürlich diesen einen Dodongo umgebracht, der muss jetzt erstmal hochlaufen. Richtung Norden zu den anderen. Ach, kostet natürlich auch Zeit. Also ist ein Herz, haben sie die ganze Zeit gemacht. Und jetzt geht's Richtung Helma. Ich weiß nicht, haben wir schon 5 Items jetzt raus bei Schulze? Ich glaube nicht. Weil er die Vanilla Big Key Chest zum Beispiel jetzt. Ja, die lässt er jetzt eh erstmal liegen und macht erst den Boss und schaut, ob er dann vielleicht das 5. Item da findet. Weil den Boss muss er eh machen. Ja, das stimmt. Wir werden es gleich sehen, I guess. Stimmt, die kann auch nur noch einen Key haben, denn uns fehlt ein Key. Also wir geben jetzt den letzten aus. Key-Logik. Ich habe einfach zu lange kein Rando gespielt, das ist... Da geht Helma down und Helma droppt uns. Na. Die Karte. Okay, wir haben alle Items raus dann. Die Reise jetzt gehen für Schulze. Ich denke auch die Hype Cave Route Richtung Race Game vielleicht oder macht direkt Winch Podcast. Ne, es sieht nach Hype Cave aus. Beide dann jetzt mit 2 Crystals, einer davon ist ein 5-6 Crystal, also ein Red Crystal. So, Hype Cave jetzt hier bei Schulzer. Wie wir wissen. Komplette Enttäuschung. Da ist nichts. Ja, das ist die der Weg Richtung Digging Game, so wie es vermutet hab. Wenn wir ja noch Titans finden, geht's natürlich direkt weiter Richtung Winter Outcast, aber ansonsten gibt's dann den Safe Quit.
Da wäre das andere Schwert gewesen. Bei Schulze. Mhm. Hey, 45 müssen wir hier natürlich liegen lassen ohne Spiegel. Und der da steht jetzt auf dem Berg, nehme ich an. Nein. Desert! Das ist auch ein interessantes Play. Mit dem Buch hat auch Agina noch nicht geholt, von daher. Ja, Desert macht hier tatsächlich viel Sinn wegen dem Buch. Ja. Vorher Agina hätte ich danach gemacht, glaube ich. Dann kann man nämlich direkt aus Agina safe finden und muss sich den ganzen langen Weg wieder zurücklaufen. Ja, der Berg ist auch relativ unlukrativ. Auf jeden Fall, da ist jetzt gerade nichts, was wir irgendwie. Ohne Spiegel oder Hookshot. Genau, das sind zwei Checks quasi. Ein Sichtcheck noch dazu. Kein Desert oder will jetzt safe pitten und dann nochmal rumfliegen? Verdammte Entscheidung. Schulzer sagt sich, ich gehe auf den Berg. Ja. Aber auch nur zwei Checks dann für ihn. Wilds of Outcast ist natürlich auch eine Idee, die man haben könnte. Signet ist ruhig heute. Wobei, die Spike Cave könnt ihr doch machen, oder? Ist das? Er hat keine Titans. Braucht er Titans? Braucht er Titans? Ich glaube, ja. Oder? Na, braucht er gar nicht. Nee, nee, Quatsch, da ist nur dieser normale Block. Man braucht keine Titans. Genau, brauchst nur eine Lampe quasi. Lampe, Hammer und die normalen Lampe Mist. Braucht dann nicht. Ja gut, aber dass es in Logik ist quasi. Achso, ja, das. Er hat die Flöte dafür. Braucht keine Lampe. So. Er resettet komplett, damit er wahrscheinlich die Energie wieder hat. Ja. Und der Dash wäre jetzt so ein Play, das ich von der Dash gerne, also an der Dash Stelle glaube ich sogar gemacht hätte, auch wenn da nicht viel liegen kann momentan, ja. Aber so ein Gamble gegen Schulzer sollte man vielleicht eingehen. Aber weiß nicht. Also ich aus meiner Warte, ich hätte es vielleicht gemacht. Ja, vielleicht denkt er sich auch, ja, der Schulzer, der geht sowieso nach Desert wegen dem Buch. Ja, aber das ist, was anderes es ist schon vielleicht. Ein Gamble, weil da ist halt nicht viel Stand jetzt in Desert für ihn. Möglicherweise braucht er die Blut so und findet dann nichts, weißt du? Aber es ist halt ein Gamble ab dem Moment. Aber eins, das ich eingegangen wäre. Also aus meinem Bauch heraus hätte ich das gemacht. Was er hier gemacht hat, ist die sichere Variante und die richtige eigentlich auch, ja. Und wie gesagt, ich wäre fürs Gamble gegangen. Schulzer nicht Richtung Skywoods unterwegs. Ja, der wird jetzt Village of Outcast machen, eventuell Tiefstown. Dip, die ersten vier Truhen, kann man ja mal reinschauen. Oh, und da ist der Hookshot in Skywoods. Ja, die ersten vier Checks in TT sehen viele ja schon ein bisschen als Overworld-Checks an. Das Problem ist jetzt bloß, wir haben keinen Spiegel. Ja. Und wir haben Redmail. Das heißt, wir werden ewig lange deforben. Und der hat wohl alle Items raus aus Skywood und denkt sich, okay, ja, mal hier, ich hab den Hookshot rausgeholt. Das ist natürlich huge in dem Moment. Und da wäre das dritte Schwert. Bumper Ledge war nur ein Herzcontainer.
So, was hat Tiefstorm für uns? Erstes Item ist raus, ja. Zwei Checks haben wir noch und einer wird der Big Key liegen. Das heißt, maximal zwei Items in der Front. Es ist nur ein Item in der Front. Nur ein Item, jawohl. Geht Schulzer weiter durch. Ja, er geht weiter. Ich meine, es sind halt auch noch drei Items, ja, und er kommt dann alle ran, sie sind alle in Logik. Und er hat jetzt auch nicht so das Incentive, irgendwo anders hinzugehen, weil er diese Hookshot nicht hat. Also für der Dash wäre das gar kein so abwegiger Gedanke zu sagen, ich höre mir die ersten vier Checks hier und auch wenn da nichts liegt, ich self-fitte direkt. Ich komme eh schnell wieder nach TT und ich gehe jetzt auf den Berg. Da sind mehr Checks für mich. Aber die Option hat Schulze halt nicht. Der Dash war auch noch nicht im Back of Escape, oder? Ist noch nicht runtergedroppt. Doch, ich glaube schon, ja. Doch, war okay. Ja, war das. Aber der Dash geht auch weiter. Nee, der Dash will jetzt Death Warpen. Interessant. Wo möchte er denn hin? Zweites Item ist ein Herzteil. Natürlich, wenn Schulze jetzt den Spiegel findet hier in Tiefsaun, dann hat der da schon ein Problem. Nein, hat der da schon ein Problem, ja. Der Dash geht zum Digging Game, wird dann wahrscheinlich auch noch Stumpy mitnehmen, dann safe bitten und auf den Berg gehen. Das wäre so das, was ich an seiner Stelle machen würde. Auf dem Berg durchaus sind sehr viele Schulze. Oh, da ist der Fire Rod. Oh, das lockt Schulze jetzt natürlich auch. Dann zum Hookshot in Skywoods und der Dash hat jetzt hier seinen Firewood isoliert, das ist. Und Schulze wird danach zu Skywoods gehen, wegen dem Firewood. Ja, hat er. Skywoods ist Crystal, also warum nicht? Ja. Ja, damit dieser Vorteil, den der das sich hier rausgespielt hat mit dem frühen Hookshot, oder früher Renn-Hookshot, der sollte damit zunichte gemacht werden sein. Schöne erste Phase hier von Schulzer. Großartige Bossmusik. Aus welchem Spiel kommt die? Zweite Phase leider. Leichter Struggle drin. Klingt wie irgendein Final Fantasy, hab ich da recht? Ich weiß es nicht. So, da geht Blind down. So. Da hat hier jetzt das Blue Pen und was, glaube ich, eingesammelt. Mal schauen, ob es noch irgendwie sinnvoll ist. Vielleicht liegt ja noch irgendwas auf dem Pad. Ja, es könnten zum Beispiel die Flippers auf dem Pad liegen. Oder die Boots. Ähm.
Der Sumarier eben nicht. Der Mirror könnte noch dort liegen. Aber wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Nee, aber wir können mal durchgehen, was wir so für Gomo brauchen. Also wir brauchen wieder noch den Sumarier. Wir brauchen den Mirror. Die Flippers. Wir brauchen die Flippers. Und vielleicht die Boots. Eventuell wegen Desert. Nee, wegen Desert nicht. Desert ist kein Wind, sondern wegen der Torch in GT. Da könnte der Vicky drauf liegen. Ja. Und der Sumarier kann nicht auf dem Pad liegen. Das ist nicht possible, aber Flippers könnten, weil Ice Palace und auch Swamps and Crystals und die Boots halt eben. Oder der Mirror. Oh, und das unbekannte Maya-Medaillen. Stimmt. Das haben wir auch. Haben wir auch noch. So, was hat der da jetzt eigentlich auf dem Berg gefunden? Gar nicht die Schulter geschaut. Bisher nichts gefunden. So, jetzt auch der Hookshot für Schulzer. Wird jetzt sofort zum Boss gehen. Oh, Mits waren auf dem Berg, sehr gut. Da haben wir die schon mal. Ja. Ist jetzt halt die Frage, wann wird der Dosh sich den Fire Rod abholen? Ich schätze, das wird dauern. Das ist nämlich momentan so der Game Changer in diesem Race. Gab es wohl auch auf dem Berg, aber der ist uns gerade relativ egal. TR ist nur ein Pendel und klar kann notwendig sein, aber Stand jetzt gehen wir einfach mal nicht davon aus. Beide jetzt in unterschiedlichen Crystal Dungeons unterwegs. Schulzer droppt runter zur Motte. Hat jetzt den Motten-Hammer-Fight vor sich. Erster Hit sitzt, zweiter auch, dritter. Sehr guter Fight bis hierhin. Ja. 4 Hits werden benötigt, glaube ich, mit dem Hammer. Ja, wenn nicht da irgendwie der Damage negiert wird durch die Spikes. So, beide Items raus. Wir sehen, Herapod Glitch bei der Dash, weil ich kurz Wortfindungsstörung gehabt. Also wunderbar, Schulze funktioniert zum ersten Mal. Schulzer wird jetzt auf den Berg gehen. Und wenn er die Titans findet, dann kann er Ice Palace machen. Ja. Nicht in Logik. Ohne Flippers. Und er weiß, er wird die Flippers zwingend benötigen. Und ab und zu denkst du dir so, okay, was ist denn Flippers mein Go-Mode sind? Dann hole ich jetzt die ganzen Checks dahinter, die unnötig sind und die Zeit fressen. Auf der anderen Seite der Gedanke auch, okay, aber es ist trotzdem Crystal, den ich jetzt abschließen kann. Zwar nicht in Logik, aber ich habe ihn schon erledigt. Gut, wird er aber wahrscheinlich trotzdem nicht machen, weil er keinen Sumaria-Stab hat. Das will man dann doch schon eher mit dem Sumaria-Stab machen. Auf jeden Fall, also. Da spart man sich doch Zeit. Ja genau, hier waren die Titans. Und
Und der Dash jetzt auch mit dem dritten Crystal. Der Dash hat hier Tower of Hera auch beendet. Hat er beide Items raus? Ich denke schon. Sowas ist immer so eine Sache, das kriege ich gar nicht mit, weil ich immer auf Beinen und ich bin hin und her switchen. Aber ich gehe davon aus. Ich weiß, da war jetzt nichts Sinnvolles, glaube ich, aber. Turtle Rock mit Craig. Und da sehen wir die Hookshot Cave. Jet Cave hat jetzt auch nichts von Belang. Bei der Dash auch leider nur Geld. Ja, welche logische Option haben wir denn jetzt noch? Desert, wir offen. Wir können Maya checken mit den Titans. Das macht Schulze jetzt. Wir haben noch Castle, also Iron Castle. Sumaria war ein Hera. Das habe ich nicht mitbekommen. So, Myers braucht auch ein Quake-Medaillon. Also über Medaillons. Und da ist der Mirror. Über Medaillons brauchen wir uns schon mal keine Sorgen mehr zu machen. Ja. Die sind alle vorhanden. Ja, der Spiegel ist ja jetzt natürlich optimal, ja. Also besser kann es ja gar nicht laufen. In Hera, ich schau mal nach. Ja, offensichtlich, der hat es auch getrackt. Wie aus uns, ja, keine Ahnung. Diese Dark Death Mountain Checks waren einfach too sweet, um nicht nachzuschauen. Herr Schulzer. So, hier vielleicht ein Key. Nein. Ein Item raus. Boots locked. Desert. Ja. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch die Flippers, dann könnten wir im Gromo sein. Je nachdem, ob wir die Bootzeit für die T benötigen. Ja gut, und der Sumaria-Stab. Den haben wir. Der war in Hera. Ach so, ja, okay. Die Flippers können jetzt halt überall sein, ne? Schulzer geht jetzt für Tower of Hera. Der Dash jetzt auch mit dem Spiegel in der Hand. Ja. Kann damit jetzt Hera und auch Swamp beenden. Braucht natürlich immer noch den Fire Rod. Für Skywood. Swamp kann er nicht beenden, oder?
Ohne Flippers natürlich nicht. Nein, aber also wenn er reinkommt, er könnte es beenden. Er braucht die Flippers für Ice Palace und Swarm. Für Swarm zwingend, für Ice Palace, ja, da könnte er dann quasi den ganzen Spaß skippen, weil da seine logischen Flippers nicht liegen können. So, es geht jetzt nach Maya. Mayas will man eigentlich halt go-moden. Ja, aber für Derrush fehlt hier halt noch der Fire Rod und die Flippers. Ja, und für Schulter sind gleich nur noch die Flippers. So, wäre es ein Gottmeiers gewesen? Nein, bisher nicht. Ja gut, die zweite Kiste zählt auch noch dann. Ja, also bisher. Zur Kategorie. Aber Gottmeier will der Dash hier eigentlich auch gerade gar nicht sehen. Nee, der will den Key so weit wie möglich hinten sehen. Ja. Der Big Key. Kein Gottmeiers, die Schaufel. Gefunden. Ja, Schulzer wird jetzt eventuell in Turtle Rock gehen, mit dem Sumaria-Stab jetzt in der Hand. Ich weiß nicht. Für ihn würde jetzt Maya viel mehr Sinn ergeben. Warum soll er ein Pendant hier? Der wird sich gleich den nächsten Crystal einfach abholen in Maya. Ja, okay, das ergibt Sinn. Aber generell möglich für Schulzer. Möglich auf jeden Fall, ja. Aber hier jetzt die Crystals zu rushen bei nur noch einem Item. Vielleicht zwei, wie gesagt, die Boots könnten required sein. Für Promote, das ja, ergibt schon Sinn. Jetzt die Cutscene Chest bei Dedash. Vicky liegt auf der rechten Seite, Meyers. So, wie gesagt, die Frage ist, wo liegen die Flippers? Könnte Dyna Mirrorcheck sein, könnte Catfish sein, Zora wäre möglich, Hyrule Castle, da ist eine ganze Menge offen.
Desert könnte es haben. Nee, Desert könnte es nicht haben, aber Bootslock. Er hat den Biki schon, Entschuldigung. Hab ich mich wohl. Stray Pet hat noch keiner gecheckt. Es ergab sich noch nicht die Möglichkeit. Ja. Die besaßen leider den Spiegel noch nicht, als sie Skullputz dann abgeschlossen haben. Das Pet und Lorenz zu bringen, brauchen wir auch noch die Boots. So, Bernasch jetzt auf dem Weg zu Witty. Einer der unangenehmsten Kämpfe meiner Meinung nach ohne Schwert und ohne Silvers. Aber schon machbar, wir haben Redmail, wir haben mal Blue Goo dabei. Da kann man schon auf den Damage Boost gehen und schön reinhammern. So, jetzt wird die Blue Goo geschluckt. Es wird ein Bogen gemacht. Absolut sinnvoll. Acht Pfeile noch für das große Auge. Und da haben wir den vierten Crystal für Derdash. Richtig. Schauen wir, was sein nächstes Ziel sein wird. Wirtschaft auch, kannst du vielleicht die Smith Chain? Vielleicht auch die Nordroute gehen mit den Mirror Checks, Kingstomb. Beziehungsweise Kingstomb nicht, aber Graveyard Ledge. Richtung Catfish mit einem coolen Jump oder sowas. Geht Richtung Smith Chain oder TT. TT wäre der Call. Wäre das. Aber oh, TT wird hier geskippt. Er will ja natürlich die Smith Chain zusammen mit der Schaufel kombinieren. Hat hier sich den Spooky Meyer doch kein Spooky Meyer mehr. Doch, ich glaube schon. Eine... Doch schon, oder? Oder? Ja, doch. Nee. Müsste aber gehen nochmal. Nee, er hat den verloren. Versucht hier mit dem Ice Rod zu behalten, aber es hat scheinbar nicht ganz geklappt. Der Schmied hatte leider nur Geld für Derdash. Mhm.
Weil für ihn wären jetzt, also wenn er jetzt hier Flippers finden würde, wäre das sogar gar nicht mal so gut für ihn. Weil er würde dann Ice Palace und Swamp auch noch voll clearen auf der Suche nach Fire Rod. Er kann Ice Palace gar nicht clearen, weil er noch keinen Bomboss hat und keinen Fire Rod, aber er wird dann Swamp voll clearen. Und das ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Ja. Er wird auch auf die Left-Side gehen und so weiter. Ja. So, und da haben wir den 5. Crystal bei Schulze. Ja. Ja, was haben wir jetzt? Jetzt kann er noch die Flippers suchen. Overworld-mäßig. Ich meine, er kann auch nach TA rein und hoffen, dass vorne ein Smolky liegt und er möglichst weit reinkommt und da vielleicht den Fruit Fire findet. Aber. Na. Du meinst bei der Dash? Schulze ist TA sowieso komplett drin. Könnte auch ein Play werden, dass er frühzeitig macht. Wie gesagt, Catfish noch, King, Graveyard Ledge, Zora, Smith Chain hat Schulze auch. So, bei der Dash sehen wir jetzt die Purple Chest. Sie hat was Blaues, aber nicht das, was er haben musste. Jetzt sehen wir gleich noch das Aether Tablet. Bombos. Schön Bombos auf dem Berg ist Aether. Joa. Leider nur ein Herzteil. Nicht, was er sich erhofft hat. Schulze wird jetzt auch die Schäme. Die sieht ganz so aus. Er holt sich den Schmied ab. Aber da werden wir nichts finden. Nope. Wird nicht von Erfolg gekrönt sein, dieses Play, das wissen wir schon. Also meine Vermutungen sind einfach, ist einfach mal Turtle Rock, die Flippers. Ja, hat gerade die höchste Chance, ja. Wie gesagt, das Pet lebt auch noch. Das stimmt. Wenn wir Boots finden sollten, ist das Pet komplett offen. Könnt ihr jetzt hier einen Key-Steal machen, wenn er Bock hat? Hat er aber nicht. Haben wir überhaupt schon die... Achso, nee. Ist ja nicht Logik. Aber Zora haben wir nicht gesehen, ne? Nee, Zora haben wir nicht gesehen, Catfish auch nicht. Graveyard Ledge ist auch noch offen, also man könnte das da oben verbinden mit einem Quirn Jump. Oder einem Splash Deletion, das ginge schon. Ist aber trotzdem auch nicht das attraktivste Play. Also für Schulter behaupte ich, ist das attraktivste Play hier nach der Smith Chain einfach TA zu machen. Für der da geht's jetzt Richtung Hyrule Castle. Das ist auch noch eine Option, die wir haben. Wir haben ja auch die Pyramid Ledge noch nicht gesehen. Red Bomb ist tot. Da können die Flippers nicht liegen. Wir haben keine Flippers-Checks gesehen. Bisher. Gut, macht auch keinen Sinn dann für Schulze. Eben. Wird die auch nicht mehr machen. Höchstwahrscheinlich.
Höchstens für die Boots. Eventuell. So, Hyrule Castle ist jetzt ein Play, das ich auch für dich nachvollziehen kann. Gibt's noch ein bisschen was zu holen. Karte haben wir jetzt raus. Müssen wir schauen, ob wir hier noch einen Small Key finden. Wenn wir einen Small Key finden, dann ist noch was in der Dark Cross Chest. Wenn nicht, dann können wir die skippen. Ist ja auch nicht gesegnet mit Progression hier, Hyrule Castle. Okay, Schulzer wird jetzt Richtung Pyramid Ledge gehen, Catfish, Cimarron und Zora holen. Bin hier wirklich gerade auf gar keinen Fall Richtung TR. Interessant. Ich hätte ihn so eingeschätzt, als wäre TR jetzt für ihn das Play. Oh, er will erstmal Hyrule Castle mitnehmen. Okay, wir haben noch einen Small Key im Dark Cross. Hyrule Castle hatte nichts. Für der Dash wird langsam die Luft ein bisschen dünner. Vielleicht geht er jetzt hier zum Star. Vielleicht. Das, also entweder geht er jetzt Richtung Graveyard Ledge oder macht TT. Und es sieht gerade eher nach TT aus. Er geht rein. Schade, dass wir jetzt keine Kamera auf der Dash haben. Ja. Die Gesichter sind dann immer so amüsant. Ja, aber Schulzer holt halt auch gerade die ganze Zeit Checks, die ihm nicht weiterbringen. Und für der Dash. Er muss jetzt hoffen, dass Schulzer auf der Route, die er gewählt hat, die Flippers nicht findet und die dann in TA liegen und er direkt TA gas, sobald er Skywoods geblendet hat. Aber selbst dann wird das super eng. Wie gesagt, für beide geht es hier darum, weiterzukommen in diesem Turnier. Gewinner kommt weiter, Verlierer wird leider das Turnier verlassen. Und momentan sieht es ein bisschen besser für Schulze aus. Hat einfach nur länger diesen Fire Rod, könnte damit schon Skywoods beenden. Hat ja vor allem auch keinen Skywoods Double Dip. Und natürlich Execution-wise ist Schulze auch... natürlich auf sehr hohem Level unterwegs. So, jetzt wird er aber in Richtung Catfish gehen. So, Pyramid Ledge mit einem Red Rupee. Thank you.
Und dann. Nee, er wird erstmal Graveyard Lad machen. Und da haben wir den Feuerstab dann endlich für Derdash. Wäre eventuell sinnvoll, einfach rauszugehen jetzt. Nach der Kiste. Ja. Das macht er nicht. Er überlegt. Gehe ich aufs Pad? Es könnte das Pad werden. Ah, er denkt sich jetzt, okay, es könnte das Pad werden. Es wäre jetzt nicht so smart, das hier liegen zu lassen. Auch wenn er weiß, dass kein Item mehr drin ist. Aber der ganze Weg nochmal zur Maiden Cell, bah, den willst du nicht gehen. Ja gut, aber er muss auch ein bisschen gamblen. Ja. Wenn er dann weiß, dass er Execution-mäßig ein bisschen hinterliegt. Schütze ihn mit einem schönen Grand Jump. Jetzt die gute Richtung Catfish Zara. Und Blind geht auch für Derdash down. So, entweder Catfish oder Zora oder danach geht's Turtle Rock wahrscheinlich. Mhm. So, Catfish war schon mal nicht die Lösung. Red Rupee auf der Ledge. Hier setzt er noch ein Splash Deletion auf. Keine Ahnung warum. Oh, hat sich jetzt schon nicht mehr gelohnt. Nope. Das Bombos. Damit haben wir jetzt alle Medaillen, aber das hat keinerlei logische Implikation für uns. Also null, wenn wir jetzt kein Fire-Rod hätten. Okay. Das wäre der Worst Case übrigens für Derdash gewesen, wenn er da. Ja, bevor er den Feuerstab gefunden hätte. Naja. Das wäre dann ja. Ich meine, es hätte jetzt für ihn auch immer Eispass nicht in Not gebracht und auch die Flippers damit nicht, die, also weil da keine lieben könnten. Aber es wäre so, weißt du. Er hätte sich dann denken können, wenn er die Flippers findet, okay, ich suche jetzt den Fire Rod in Ice Palace und. Ja, aber Schulz ist ja jetzt auch direkt auf dem Weg zu Turtle Rock. Yep. So, Morphula down. Ja, ein TA wäre jetzt auch mein Call. Ich meine, was hat er denn noch? Also, der hat nicht. Also Derdash wird jetzt auf jeden Fall das Pad checken. Jetzt hat er die Möglichkeit. Mhm. Wenn er es jetzt nicht macht, dann nie wieder. Ja. Aber ich glaube, Schulze hat auch nichts anderes mehr offen. Mir fällt gerade nichts ein. Sind nur 10 Pfeile auf dem Pad. Ja, dann liegen die Flippers definitiv irgendwo in Turtle Rock. Ja. Im schlimmsten Falle für die Runner dann auf dem Boss.
an der Stelle, weißt du, was ich jetzt gemacht hätte? Ich hätte gehofft, dass ich die Boots für Desert brauche. Also brauchst du eh, ja? Aber dass dann, dass ich einen Key-Steal machen könnte. Um mit dem Small Key rechte Seite Desert zu öffnen und da die Flippers rauszuholen und die Boots einfach zu skippen, die irgendwie auf der Laser Bridge oder auf Trinex liegen. Weil das wird Zeit sparen. Das ist Zeit, die jetzt braucht. Auch wenn er die Boots da nicht hat, aber der Weg da überall hin ist halt ewig lang. Ja, das stimmt. Das wäre ein Play, das wäre ein Gamble, da würde ich. Ja klar, vielleicht wird es ja auch so sein, dass tatsächlich die Flippers auf der rechten Seite sind. Ja, ja. Das sehen wir dann, wenn hier die Boots kommen. Weil mit dem Fire Rotter fühlt sich nicht gut. Also weißt du nicht, dass der Gegner das hier früh gemacht hat und direkt dafür gegangen ist, ja. Für den ganzen Tipp. Und ich glaube, der da wäre auch TA komplett rein, wenn er vorher nicht in Skywars gewesen wäre, um den Hookshot zu holen. Aber er hatte halt einfach diesen Berg offen, ne? Ja. So, der Dash jetzt auch. Turtle Rock. Macht kein Catfish, kein Zora, gar nichts. Somit, wie gesagt. Nee, der rusht jetzt sofort. In Zeit, sodass es vielleicht auch wieder echt knapp wird. Ja, dann kann es halt auch sowas wie GG-Climb, Ganon oder Agarfight. Also Agarfight hat natürlich im Zordnis, ist auf einmal wieder ein Bosskampf. Ja, mit dem Schwert halt nicht. Ist einfach nur eine lästige Pflicht, die man absolvieren muss. Da kann man Zeit gewinnen. GT-Routing natürlich auch. Wer findet den Big Key wo, wer hat die bessere Route? Alles möglich, aber Schulz natürlich trotzdem hier mit einem angenehmen Vorsprung. Was würdest du machen, wenn du jetzt die Boots finden würdest? Safe and quit oder weiter? Oh, schwierig. Weil ich habe jetzt halt die Information. Mit der Information, die ich habe von beiden Runnern, ich würde natürlich Desert gehen direkt. Und ansonsten kommt drauf an, wie ich mich in dem Seed fühlen würde. Ich glaube, gegen Schulzer würde ich es drauf ankommen lassen und ich würde einfach direkt rausgehen. Ich glaube, gegen Schulzer würde ich direkt rausgehen. Wäre auf jeden Fall spannend. Ja. Aber ich hätte gegen Schulze auch diesen Key-Steal gespielt. Also das wäre mir egal gewesen, auch wenn das gefährlich ist. Ich hätte das einfach gemacht. Weil ich genau weiß, ich habe sonst keine Chance. Ich treffe anderweitig die God Route und er nicht. Ja, das wäre auf jeden Fall. So, jetzt gleich die Laser Light Bridge. Ich krieg so mal die Full Magic. Wahrscheinlich um den Burner zu abusen, ohne Boots. Diese Lasers gibt's auch. Ein bisschen nervig für einige. Ich mach sie lieber ohne Boots, aber die meisten machen es lieber mit Boots. Na, Scholz macht's auch ohne Hack. Ein Check haben wir noch. Boots. Da sind die Boots! So, jetzt ist genau der Moment gekommen, wo. Aber er geht weiter. Er sagt sich, ein Item ist noch da. Ist noch ein Item offen? Weiß ich jetzt nicht, aber er weiß auch nicht, was auf dem Pad liegt. Ja, das stimmt. Jetzt könnte es natürlich echt spannend werden, ne? Also der Dash, wenn der die Boots findet. Ja, da wird Schulz ja schon durch sein mit dem Fight. Aber wie gesagt, wir sind dann an einem Moment, wo wir sagen müssen, okay, GT-Routing und Execution, bisschen Luck vielleicht, und das ist anyone's game ab dem Moment.
Vorteil Schulzer, keine Frage, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wir sind halt in einer Situation, wo es absolut wieder möglich ist, dass der da zurückkommen könnte. Vor allem, wenn Schulzer jetzt gerade so ein bisschen Struggle hat in dem Fight, ist hier doch ein bisschen Zeit liegen. Er muss halt aufpassen, er hat nur noch zwei oder drei Feuerstabschüsse. Ja. Oh ja, jetzt hat er. Der Kopfdaugel sollte da nichts mehr anbrennen. Diese letzte Phase ist. Eigentlich nur noch. Die Kür. Ja. Souverän gelöst, auch mit dem Hammer. So, jetzt sehen wir ja auch noch ein Item da ist. Yep. Ja, es ist noch ein Item drauf. Okay. Wahrscheinlich hat er es auch nur deshalb gemacht. Also ich glaube nicht, dass er wirklich... Oh, wenn es auf dem Pad liegt. Also er weiß es ja, wie gesagt, nicht, ja. Der Weg zu Trinex ist halt elendig lang. Dann machst du es lieber. Dann ist jetzt die Frage, was macht der Dash, nachdem er die Boots gefunden hat? Ne? Geht er noch weiter für das eine Item? Wir wissen, er darf nicht weitergehen. Er darf nicht, nee, er darf nicht. Er müsste jetzt auf die Boots-Checks gehen und ich glaube, der Side ist in diesem Moment aber der Call. Warum Schulzer jetzt hier das noch macht, ich würde direkt die Boots nachverfolgen. Irgendwie. Macht er ja gerade. Das ist ein Boots-Check hier. Achso, ja, stimmt. Und der nächste auch, die Bonkrocks ebenso. Ja, stimmt. Ich habe jetzt hier voll Desert auf dem Schirm. Desert Eis. Ja, Desert wäre halt einfach dieses Play gewesen mit einem Ski-Stil, ja. Da. Also wenn da Desert, die Boots liegen und der Ski-Stil wäre das Play gewesen, dann. Da sind die Clippers okay. Ski-Stil wäre nicht das Play gewesen, aber jetzt hier Grausmiron. Das ist das Play, der hat. Das ist das Play. Aber er will nicht. Er will Trinax machen. Ja, aber er muss halt eigentlich ein bisschen Risiko spielen. Ja, weiß es halt nicht, ne? Aber Schulzer damit jetzt im Go-Mode bei 1.16.40 oder so, was war das? Ja, genau. Geht jetzt zum Swamp. Das ist ganz angenehm, alles zu Go-Moden jetzt. Ja, Swamp einfach durchjagen. Und der da schwitze ich jetzt ärgern gleich. Jetzt auch beide Köpfe down bei Trinex. Jetzt nur noch den großen Kopf legen und dann. Hat hier leider den zweiten Hit gemisst und damit auch den dritten nicht durchführen können. Schütze wird gebullied. Also diese Animation von dem Amulett, beziehungsweise von dem Pendant, hätte er auch können ausgeben. Ja. Hätte das Item gar nicht jetzt aufsammeln müssen, einfach direkt raus. Er wird jetzt wahrscheinlich Desert gehen, oder? Nee, macht auch nicht. Ja. Also nur ich, der. Ich hätte es auch gemacht. Ja, okay, er hat Graveyard Legend noch nicht gemacht. Daher geht er jetzt in die Dark World. Das ist noch ein Check mehr für ihn ab dem Moment.
drei dann kombinieren. Graveyard Ledge, Ledge Kings Tomb und Bonk Rocks. Schulze jetzt hier mit dem Diver Down. Via Somaria. Makellos. Da sind deine Flippers, der Arsch. Und er wird sich jetzt gut fühlen, weil er diese Boots geholt hat, bevor er Catfish und so weiter gemacht hat. Aber wir wissen, der Vorteil liegt hier ganz klar bei Schulzer gerade. Schulze jetzt bei dem Boss. Verzichtet auf den Menüfight. Da hat ja auch kein Mensch Bock drauf. Schulze jetzt hier mit dem sechsten Crystal. Die Flippers waren in Bunkrock. Achso, hat schon jemand mitgeteilt. So, jetzt Schulze im Eispalast. Der letzte Grizzly. Das wird jetzt ganz schnell gehen. Es fehlt eigentlich nur noch, dass wir ein Fahrrad haben in Link to the Past. Dann hätten wir hier ein Triathlon. Jetzt, wir haben diese ganze Zeit jetzt gelaufen. Ja. Jetzt schwimmen wir. Am Ende sollten wir eigentlich noch Fahrrad fahren. So ein Pokémon-Crossover. Schulz, er legt dir den Switch um, damit er auf keinen Fall Keys suchen muss. Genau. Jetzt den Icebreaker. Klappt wunderbar. Der da ist jetzt beim Boss. Mhm. Könnt ihr vielleicht einfach mal zwei Puffs ziehen? Sinnvoller. Vor allem Energie sparen. Ja, und schneller. Der Puff will nicht so recht. Nee, er will nicht.
Jetzt aber. So. Aber wir sehen jetzt auf der anderen Seite den Coach der Fight von Schulzer. Wir haben jetzt gleich 3 Wolkenaugen. Genau. Ah, oh, schön, der Triple Hit hier noch. Das wäre dann der 7. Crystal für Schulzer. Genau. Das bedeutet, wir spielen gleich das Big Key Guessing Game. Haut eure Zahl von 1 bis 22 in den Chat. Wir haben 22 Checks, wo der Big Key liegen könnte. Was glaubt ihr, an welcher Stelle wird Schulzer diesen Key finden? Ihr habt Zeit, bis Schulzer GT betritt und könnt jetzt gerne damit anfangen. Zu gewinnen gibt es wie immer Ruhm und Ehre. Genau. Dann Nervendolch. Ja, der malt den Teufel an die Wand. Mit der 22. Das ist schon ein böser Mensch. So, auch der darf jetzt hier gleich mit einem Icebreaker. Ja, yep, legt hier auch den Schalter um. Sehr gut. Aber wie gesagt, alles andere macht ja auch keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch jemanden gibt, der das nicht macht. Es kommt drauf an. Also wenn du den Dungeon eh vollkieren musst und ja, klar, dann gibt es... Ja, aber wenn du Go-Modus... Ja, ab und zu wird es auch vergessen. Also nicht weil es nicht. Also einfach vergessen. So. Man geht einfach durch und dann stehst du und denkst, ach verdammt, ich hab vergessen den Schalter umzulegen, weil du so im Tunnel bist. Mhm. Aber gut, fangen wir an zu zählen. Stopp, by the way. 5, die Crazy nehmen wir noch mit und dann ist Schluss. Die 1 ist es nicht. Und 3 auch nicht. Das ist mir auch egal. Wenn es die 3 nicht ist, ist es mir egal. Also 1 bis 5 sind tot. Wir sehen einen Dark Magician von Schulzer. Mal schauen, ob er komplett durchgeht. Es ist die 6! Die Nummer 6. Wer hat denn 6 getippt? Keiner. Niemand. Wow. Wer gewinnt dann? Die Zahl davor oder danach? Ja, ich denke schon. Tiki Back hat die 7 getippt und Barrel Healer die 5 ein bisschen später. Crazy auch die 5, also ihr wart am nächsten dran alle. Gratulation. Fantastisch. Ich glaube, es ist das Tollste, was euch heute passieren konnte. Also ich weiß ja nicht, was heute noch so anliegt bei euch, aber ich kann mir nicht vorstellen, was das toppt. Schulze jetzt im Climb. Yes, der da hier gerade beim Kurzer Fight hat Kurzer gelegt und hat jetzt auch seinen 7. Crystal. Allerdings Schulze hier natürlich mit sehr viel Erfahrung unterwegs und dazu natürlich auch mit einem Vorsprung. Das wird hier sehr, 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 sehr schwierig für der Dash. Schulz hat aber gerade ein bisschen Struggle im Climb und das ist auch ein bisschen dem Swordless-Mode hier einfach geschuldet, ja.
Das macht's nicht unbedingt einfacher. Uiuiui. Ja, mit dem Feuerstab natürlich hier sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob er noch eine Flasche dabei hat. Ich glaube ja, hat ihn gekauft, weil ich habe ihn nicht trinken sehen. Also eben in Swamp Palace hat er wohl eine verbraucht. Okay, gut. Das kann sein. Ja, für die Firewatcher dann. Jetzt hat er keine Energie mehr. Und da trinkt er. So. Und da geht's jetzt auch Lambo 2 down. Jetzt hört sich hin auf die Small Magic. Switcht auf den Somaria, um hier die Dark um die Wizard-Räume zu machen. Diese Räume sind im Swordless auch wieder ein bisschen anders anzunehmen. Ja, schade, da hat's Timing nicht ganz gereicht für den vierten Wizard-Rope. Die Bridge des Todes hier. Ich hasse sie. Vor allem im Swordless. Da kann RNG einen so richtig zerstören. Holt er sich die Full Magic. Muss er auch. Das ist der Eisstaub. Ja, jetzt muss er im Prinzip nur noch an diese Validation Chest denken. Jo, da die Silvers rausholen, aber das wird er auf dem Schirm haben. Hab noch keinen gesehen, der es vergessen hat. Aber so lange existiert diese Regel auch noch gar nicht, glaube ich. Das ist erst hier für dieses Turnier eingeführt worden, wenn ich das richtig hab, im Kopf hab. Ist eigentlich eine schöne Änderung für das Turnier, weil niemand möchte Silverless gerne machen ohne Schwert. Puh. Also, nicht mit dem Hammer. Das sind ja nur 24 Hits, glaube ich. Ja. Mit dem Hammer. Ja. Der das jetzt auch im Climb. Auch dieser Raum ein bisschen anders ohne Schwert, in dem Schulz der Garde ist. Ja, widerlich der Raum. Ah, mit Schwert eigentlich nicht so das Problem. Ja, aber... mit Schwert kein Problem, aber Swordless ist. Ja, ja. Jetzt sehen wir hier den Bugnet Fight. Oh, mit einem wunderschönen Item Dash. Hier Bugnet Dash. Weiß nicht, ob es ein Triple war oder ob da vielleicht einer nicht zählte. Also, es kann sein, wenn die Zuschauer dran kommen, zählt er nicht. Aber es sah gut aus, denke ich. Also, 4 Hits müssten drin sein, insgesamt. Nee, er schön. War zu schnell hintereinander, ja. Aber war trotzdem sehr, sehr schön gemacht. Guter Fight, ja. Und wird jetzt hier zu Ganon droppen, zum Schweinchen. Es ist immer noch Swordless, hier kann einiges passieren. Aber, Das wünschen wir natürlich niemandem. Also jetzt hier zu verlieren, wenn man runterfällt oder so, ist natürlich ultra, ultra bitter. Gerne ein Fall hier. In der zweiten Phase, ja. Oh, Schulzer muss jetzt aufpassen. Hat hier aber eine sehr schöne Position gefunden. Gerne war nett. Ja, da kommt der Burner.
War ja sehr vorsichtig. Ja. Gut so. Ich denke mal, so ein Tod, ein Fall, das hätte er sich hier erlauben können. Aber danach wäre es schwierig. Der Dash kommt hier nicht über die Brücke. Nimm mal den Boomerang im Zweifel oder den Hookshot. Ah, ein Double Hit direkt auf Ganon. Ja, und da geht Ganon down. Scholz muss auf die Brücke überqueren. Hat dann dieses Race für sich entschieden und wird eine Runde weiterziehen. Und damit GG's an Schulzler, 1:35:38 die offizielle Rates MGG Zeit. Der da damit leider raus. Schulze eine Runde weiter, wie gesagt. Genau. Zwei Siege von drei Spielen. Yep. Und da ist Schulze auch schon zum Interview. Hallo Schulze, GG. GG. GG, Schulze. Wieder ja. Mal schön last located. Ja, du hast wirklich last located, ja. Also ich hatte schon zeitweise so, also der Dash hat halt vor dir den Hookshot geholt und hatte deswegen keinen Grund, den Fire Rod aus TT zu holen, also weiter reinzugehen, weil der Berg ihm komplett offen stand, ja. Logisch, also, hätte ich auch gemacht. Ja, kann ich nachvollziehen. Genau, und dann irgendwann, ich dachte so, hey, wenn er jetzt einen Keysteal macht im Desert und rechts dann die Flippers findet, ja, das wäre dann so das Comeback für ihn gewesen, aber ansonsten bist du halt die ganze Zeit weiter voran marschiert, das war dann einfach so ab dem Moment. Ich habe immer so der kritische Moment, war irgendwie nach Maya, wo man halt gewusst hat, Flippers für Go-Mode, ich habe jetzt die komplette ganze Dark World offen. Dann hätte ich mir gedacht, okay, der Firebird lag schon behindert, also jetzt mal nicht auf dem Firebird direkt spielen, den wird er wahrscheinlich eh eher erspäht haben und das lieber die ganze Dark World mitnehmen. Ja. Aber ich glaube, vielleicht gegen den Stärkegner ich nicht komplett durchgezogen, der gesagt, Alter, denn das ist eh wieder irgendwas Blaues hinterher, laut Broger, und dann gehe ich da einfach hin. Aber am Ende war es ja auch mehr oder weniger so. Ja. Nur, dass da was Rotes lag, was gut war. Ja, für der Dash war wirklich, die Win-Condition wäre wirklich das gewesen, in meinen Augen. Er wusste ja nicht darum, dass du so weit vorne warst. Aber da einen Key-Steal zu machen und dann vielleicht dann wirklich die Flippers rechts zu holen, in dem Fall lagen sie nicht da, aber wenn sie da gelegen hätten, das wäre so die einzige Win-Condition, die ich da noch gesehen hätte. Aber dann hast du halt angefangen zu Last Locate und bist dich nach TA gegangen. Das hat ihn natürlich auch nochmal rangebracht. Wie hat sich's ansonsten angefühlt? Ansonsten war es ja eigentlich ziemlich straightforward. Man hat natürlich immer Angst. Ich meine, Lightfall ist quasi perfekt gelaufen. Man hat aber immer Angst, dass da irgendwie, was man irgendwas dumm liegen gelassen hat. War zum Glück nicht der Fall. Und dann war. Eigentlich war ich froh, dass ich den Firelord super early habe gedacht, gegen Rahn lag der Firelord an derselben Stelle und es liegt wieder was an TR. Sag mal, sprich den selben Sieg wie letztes Mal. Was soll das? Da war auch sie ist dann und TR pendeln. Da habe ich auch gedacht, ja, ich soll nach TR gehen die ganze Zeit, aber ansonsten war es halt. Eigentlich konnte was relativ simpel zu spielen. Ja. War dann nur die Frage, wie viel wir mal von der Dark World skippen. Ja. Und da ist auch der Dash. GG, der Dash. GG, der Dash. Hi, GG. GG. Ja. Wie hat sich das Seed für dich angefühlt? Eigentlich lief es echt gut. Also sehr gut für mich war natürlich, dass wir super viele Safeties hatten mit Red Mail und so. Da hatte ich nicht so viele Probleme. Ja, und sonst lief es eigentlich echt gut. Ich habe beim ersten Massivstone hatte ich schon überlegt zu dippen und zu gamblen einfach, aber. Ja, für dich war halt, du hattest halt den Hookshot und der Berg war weit offen. Ich hätte mich genauso entschieden wie du und Schulter sagte eben, er hätte das auch so gemacht. In dem Moment, also ich dachte so, boah, dieser Fund dann, weil Schulter halt nicht nach Skywards gegangen ist, das ist schon mal richtig gut für dich.
Und dann zieht er einfach 2-3 Minuten später den Fire Rod aus TT und dann hat sich die Sache da auch wieder gegessen. Ne? Hat sich das einfach komplett gedreht. Ah, ich hatte echt. Ja, aber ich wollte es nicht machen, weil ich es für normalerweise machen würde, sondern eher, weil ich dachte, oh, ich muss irgendwie 5 bis 10 Minuten Execution-Nachteil aufholen. Ja. Ich habe es eben schon. Ich habe es eben schon angesprochen. War für dich jemals der Gedanke da, vielleicht einen Keystil in der Sache zu machen? Nee, nicht wirklich. Okay. Weil wir haben es eben angesprochen schon, das wäre für mich so ein Turnaround-Point gewesen. Ja. Vielleicht hätte ich den Weg bis zur Later Bridge machen müssen, wenn da nicht etwas gewesen wäre. Waren sie jetzt nicht, aber also weil ich hätte ähnlich gedacht wie du. Schulzer ist ein super starker Runner. Du hast eben schon gesagt, du hast es knapper gehalten, als du dachtest. Und dementsprechend wäre das so ein Gamble gewesen, dass ich, glaube ich, sogar eingegangen wäre. Nur damit Schulzer sich danach ärgert oder so. Wer sich die Play mal schon gewinnt, der hat verdient zu gewinnen. Ja, klar, sicher, aber man ärgert sich dann natürlich trotzdem. Right? Ja, natürlich. Ja, man ärgert sich immer, wenn man verliert. Nee. Aber ansonsten war das, also du hast es dann, bist auch gut rangekommen, muss man sagen, der Rush. Schulzer natürlich mit wesentlich mehr Checks dazu, der hat quasi voll cleared. Ja, alles klar. Geholt, last located, aber ja, du hast dich halt sehr früh dann direkt für TA entschieden. Also sehr früh, nachdem du dann auf den Fire Rod hattest. Das war dann der Moment, wo du da rangekommen bist. Während Schulzer vorher halt noch Catfish gemacht hat, Graveyard Ledge, Pyramide, all das. Und dementsprechend kamst du nochmal ran. Und mit einem, wenn der Big Key vielleicht ein bisschen tiefer drin gewesen wäre, Left Side oder so in GT, wäre das auch nochmal enger geworden. Aber so lag da halt sehr früh für Schulzer mit dem Dark Magician auch dann relativ bald den Big Key gehabt. Dementsprechend war einfach die Option gar nicht mehr da mit dem Big Key im Hope Room. Ja, das Einzige, worüber ich mich während ich es gemacht habe, schon geärgert habe, ist, dass ich Castle nachgeholt habe. Weil ich es so spät nachgeholt, wo ich wusste, Schulzer muss es schon haben. Eigentlich. Nee, Schulzer hat es nach dir geholt, tatsächlich. Echt? Okay. Ja, Schulzer war nach dir da. Oh, Schulzer hat das kombiniert mit Catfish und Pyramid Ledge. Ah, Pyramide. Ja, okay, da dachte ich auch schon. Dann war ich schon drauf. Ja, das Castle war auch komplett leer. Da war gar nichts. Halbkäfer auch eine komplette Enttäuschung. Ja. Fängt an mit dem Mittelfinger und wird nicht besser. hätte man eigentlich direkt nach dem Single Arrow hätte man eigentlich rausgehen müssen. So, ja, kriegst du den Mittelfinger direkt ins Gesicht. So. Da will ich nicht weiter. Ansonsten, ich fand den Seed anfangs sehr linear. Habt ihr das auch so empfunden? Ja, Flötenstart macht es meistens sehr linear, vor allem wenn man die Heiligen Gagarico bekommt. So, vor allem dann auch mit. So viele Optionen. Vor allem, wenn du einen Bogen auch bekommst, dann musst du nach Eastern gehen, weil es ein Kristall ist, und dann bist du in der Dark World, dann kannst du Pot spielen, hast auch so sogar die Lampe. Und ab da war es in der Entscheidung, wo sind die Mids, und dann hast du meist nicht mehr viel mehr offen als die Eastern Area, und da lag halt einfach der Hookshot für die Mids und noch Fire dort. Vor allem, wenn du so früh dann halt Lampe und Bogen auch noch kriegst, ja, dann liegt es halt einfach komplett nahe, da Eastern zu gehen. Und mit dem Hammer und den. Der Moon Pearl, also mit dem Dark World Access dann Pot direkt zu machen, ja. Beides Crystals. Das war sehr offensichtlich. Ja. Wie hättest du dich entschieden, Schulzer, wenn du jetzt den Fire Rod nicht in TT gefunden hättest? Wie wärst du vorgegangen? Wann hättest du Skywoods angespielt? Auch erst mit dem Fire Rod, wenn du ihn woanders gefunden hättest, oder wärst du mal reingetippt? Ich sag mal so, ich will Age of Outcasts komplett oder geh erst nach Skywoods. Also den Hookshot finde ich entweder vor, also den finde ich halt knapp vor dem Fire Rod dann. Und dann keine Ahnung, ist halt die Frage, wann ich nach Seastone reingehe. Und das kann man schlecht sagen. Okay. Vielleicht nicht ganz so spät, weil da 3 Items in der Back sind. Ich habe ich dann mit und komme da relativ gut wieder hin. Kannst dann auch wieder vor meiner kompletten Dark World Route machen. Keine Ahnung. Also das ist immer schwer zu sagen im Nachhinein. Also der Rush hat das Pad gecheckt nach Skywoods, weil er halt auch so spät den Fire Rod hatte, ja. Das war dann direkt vor TA. War für dich, als du dann TA gemacht hast, hattest du das Pad wirklich im Kopf? Oder? Also ich hätte das Pad nach Aga mitgecheckt einfach. Okay. Und dann war ich im Go-Mode. Ja, genau. Okay. Guti. Ansonsten weiß ich, Innovation, hast du noch Fragen an unsere Runner?
Nee, ist alles beantwortet, was ich vorhätte zu fragen. Okay. Auf jeden Fall, jo. GG, Schulze, herzlichen Glückwunsch fürs Weiterkommen. Ja. Ich hab's spannend gemacht für mich selber. Ja, auf jeden Fall hast du, ja. Übrigens, kleine Side-Note. Ich glaube, wäre nicht einfacher. Kleine Side-Note. Ich glaube, wir haben heute das gleiche T-Shirt an. Ich konnte es nicht ganz sehen, aber. Ja. Sieht ein bisschen so aus wie das, was ich trage. Goodie. Ja, unsere Runner. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zum Seed? Zum Race? Ich will Half Magic. Du willst Half Magic, das kann ich verstehen, ne? Ja, das wäre der gewesen. Nee, nur zum Seed nicht. Nur danke für den Restream, fürs kurzfristige Aussetzen. War ja sehr spontan. Ja. Auf jeden Fall danke da auch an die Technik, ja, dass das so spontan geklappt hat. Lies ich mich an. Genau. Gut, dann ich würde einfach mal schauen, ob wir noch irgendwelche. Wir haben heute, glaube ich, noch Races. Und morgen sowieso. Lass mich mal 19 kurz schauen. Uhr. Ja, wir haben genau 19 Uhr Rahlen gegen Titos. Kommentiert von Crump und Schwarze Hexe. Und Innovation macht da den Tracker. Also direkt Double Duty heute. Viel Spaß dabei. Ja, ja. Für 21 Uhr werden noch Kommentatoren und Tracker gesucht zwischen Tyrandus und der Diabetes ist das Race auf Speed Gaming Deutsch. Und morgen sind einige Races gescheduled. 17 Uhr Maxantulus gegen Teto, 18 Uhr Mayaneko gegen Koval, 19 Uhr Saber gegen Usora 90 und um 20 Uhr Kala Marino gegen Ryan Tankier. Die Races finden auf Speed Gaming Deutsch bzw. Speed Gaming Deutsch 2 statt. Wir brauchen noch Crews dafür, meldet euch gerne an. Im Discord wird alles erklärt. Der Link steht auch schon im Chat. Einfach join und sich für die Crews anmelden. Falls man Fragen hat, einfach fragen. Da gibt es eigentlich immer Antworten und die Leute sind hilfreich. Ja, und ansonsten, GG ist nochmal unsere Runner. Schade, dadurch, dass du damit leider raus bist. Und Schulzer, Gratulation zum Einzug in die nächste Runde. Vielen Dank für das Race und vielen Dank fürs Co-Kommentieren Innovation und vor allem vielen, vielen lieben Dank an Pete fürs Tracken. Unsung Heroes, wie immer die Tracker und ja, ich bin das Gantner. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.